PRP, die Abkürzung steht für Platelet-Rich Plasma, übersetzt thrombozytenreiches, plättchenreiches Plasma, das umgangssprachlich besser bekannt ist als Eigenbluttherapie. Wie gewinnt man dieses Eigenblut? Grundsätzlich ist es eine einfache Blutabnahme beim Patienten aus der Vene. Man gewinnt Vollblut, das dann mittels Elektrophorese zentrifugiert wird und das Blut wird in seine Bestandteile aufgeteilt. Man hat dann einen Teil die Erythrozyten, die roten Blutkörperchen, und der andere Teil besteht aus thrombozytenreichem Serum. Dieses thrombozytenreiche Serum wird dann abgetrennt und kann zur PRP-Therapie verwendet werden. Also im Rahmen der Kinderwunschtherapie haben wir im Endeffekt zwei Anwendungsmöglichkeiten. Da gibt es einerseits die Injektion in die Gebärmutterhöhle. Das ist vor allem bei Patientinnen, die vermehrt Implantationsversagen hatten. Da wird quasi eben das thrombozytenreiche Plasma dann ein paar Tage vor dem geplanten Embryotransfer in die Gebärmutterhöhle injiziert. Und man kann diese Therapie einfach oder zweifach durchführen, damit man dann am Tag des Embryotransfers eine erhöhte Schleimhaut in der Gebärmutterhöhle vorfinden kann. Die Schleimhauthöhe ist sehr wichtig für die Implantation des Embryos. Man hat in vielen Studien gesehen, dass man diese Schleimhautdicke eben verbessern kann nach dieser PRP-Therapie. Und vor allem hat es die Implantationsrate ums Fünffache erhöht. Und auch insgesamt dann gesehen hat man die Schwangerschaftsrate verdoppeln können, vor allem eben bei Patienten, die schon mehrfach Implantationsschwierigkeiten hatten. Der Ablauf ist eigentlich sehr unkompliziert. Wie gesagt, es sollte ein paar Tage vor dem geplanten Embryotransfer passieren. Man lädt die Patientin ein und sie bekommt eine Blutabnahme. Es wird dann unmittelbar zentrifugiert und in der Zentrifuge auf diese zwei Bestandteile getrennt, das Plasma abgetrennt, und das Ganze ist ein Zeitraum von einer Viertelstunde, ungefähr 15 Minuten, bis man dann dieses thrombozytenreiche Plasma in die Gebärmutter injizieren kann. Das ist ein schmerzloses Verfahren, gleicht einem Embryotransfer. Die zweite Anwendung für die PRP-Therapie in der Reproduktionsmedizin wäre die ovarielle Verjüngung. Das betrifft vor allem Patientinnen, die eine vorzeitige ovarielle Insuffizienz haben, das heißt einfach die Eierstockreserve sehr vermindert ist, schon frühzeitig der Anti-Müller-Hormonwert sehr niedrig ist, oder Patientinnen, die perimenopausal bereit sind unter dem 50. Lebensjahr. Denen kann man so eine PRP-Therapie vorschlagen oder versuchen. Hierfür wird in dem Fall dann das thrombozytenreiche Plasma in die Eierstöcke injiziert im Rahmen einer laparoskopischen Operation. Und das Ziel ist eben hier, dass durch diese Thrombozyten, durch diese Wachstumsfaktoren im Eierstock eine gewisse Regeneration stattfindet. Es kommt sogar zur Einsprossung von ovariellen Gefäßen, und es soll eben dazu dienen, dass die Eierstockreserve verbessert werden kann. Ziel ist, dass das Anti-Müller-Hormon ein bisschen ansteigt, die Eierstockreserve ansteigt, die antralen Follikel eventuell ansteigen und das Serum FSH, das ist das follikelstimulierende Hormon, das bei diesen Patienten schon stark erhöht ist, erniedrigt werden kann. Den Therapieerfolg kann man dann auch in den weiteren Zyklen auch mittels Blutabnahme oder Ultraschall nachweisen.